Matthias Schulz, jede Ihrer Spielzeiten steht ja unter einem bestimmten Schlagwort. In dieser Spielzeit war es schlaflos und in der kommenden wird es dann uferlos sein. Was hat es damit auf sich? Das hat oft mit großer Freiheit zu tun. Man kann es aber auch sehr ambivalent sehen, etwas, was uferlos ist, was nicht mehr aufhört. Ich glaube, es ist auch, wenn man so an Titel wie Mithridat denkt, an Daphne denkt und vor allen Dingen an den Ring mit allem, was da dazugehört, glaube ich, passt dieses Schlagwort sehr gut und ruft genau die richtigen Verknüpfungen, Assoziationen und all das hervor, was man sich da wünscht. Jetzt stellen Sie sich ja als Staatsoper unter den Linden der größten Herausforderung, die ein Opernhaus überhaupt leisten kann, nämlich der gesamte Ring von Wagner in einer Woche. Wie wollen Sie das stemmen? Ich glaube, das gibt es so gut wie gar nicht, dass Repertoiretheater das so machen. Also in Bayreuth wird das gemacht, wird das entsprechend vorbereitet, auch bei uns. Aber dass ein solches Haus, wie wir das sind, mit mit 6 Premieren, mit über 25 Repertoiretiteln, mit Ballett und mit allem, was hier vorkommt, 320 Vorstellungen, dass man so ein Mammutprojekt stemmt, das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich und braucht viele Monate und Jahre Vorbereitungszeit. Und dann alles gleich im Oktober hintereinander weg? Absolut. Das ist 2., 3., 6., 9. Oktober. Und das wirklich so innerhalb so kurzen Zeitspanne, diese ganze Reise zu haben, ja, die geht ja knapp über 16 Stunden, da tut sich eine ganze Welt auf. Daniel Barenboim dirigiert zum 3. Mal einen Ringzyklus hier am Haus. Er feiert ja auch im November seinen 80. Geburtstag. Wie wird denn der hier im Haus begangen? Ja, das ist ja nicht nur, dass er 80 Jahre alt wird, sondern es ist auch 30 Jahre lang hier am Haus und auch 30 Jahre lang diese Partnerschaft mit der Staatskapelle Berlin. Das wird auch darüber hinaus noch mit einem großen Konzert zum Geburtstag am 15. November mit seinem Freund Zubin Mehta gefeiert. Die dirigieren sich ja immer gegenseitig die Geburtstagskonzerte. Ja, so kann man sagen. Und Daniel Barenboim sitzt jetzt selbst am Klavier und spielt 2 Klavierkonzerte. Wagners Ring ist er dann auch bei den österlichen Festtagen zu erleben, die ja 1995 gegründet wurden. Wahnsinn, wie lange das schon her ist. Was gibt es denn sonst noch bei den Festtagen? Ja, die Festtage, die sind ja auch mitgegründet worden mit Wagner. Da wurden über viele Jahre ja sämtliche Wagner-Opern erarbeitet. Und wir werden ja im Herbst den Ringzyklus 3-mal zeigen und da kommt er zum 4. Mal. Also der wird dann immer noch nicht oft gewesen sein, dann nochmal hochexklusiv für die Festtagskunden. Dazu wird es geben die Missa Solemnis von Beethoven. Es wird geben ein Konzert von Andras Schiff mit Beethoven und Mozart. Und das steht nochmal ganz im Zentrum auch dieses Rings, der wirklich so eine große Herausforderung fürs ganze Haus ist, um das in diesem Jahr zu erarbeiten. Außer Wagners Ring gibt es 4 Premieren und eine Uraufführung und ich habe es kaum glauben können. Zum allerersten Mal wird eine Oper von Vivaldi hier im Haus zu erleben sein. Warum hat es so lange gedauert? Ja, das ist mir rasend wichtig bei den Barocktagen, einfach neue Stücke zu zeigen, Neues zu entwickeln. Wir hatten ja an den allerersten Barocktagen zum Beispiel Hippolyte von Jean-Philippe Rameau, ein Komponist, der in der fast 280-jährigen Geschichte des Hauses nie zu hören war. Dann hatten wir Alessandro Scarlatti, wir hatten Comprin und jetzt eben Vivaldi, ein Komponist, den man, glaube ich, in Deutschland als Komponist sehr, sehr gut kennt, nicht nur durch die 4 Jahreszeiten, aber er hat eben fast 100 Opern geschrieben und die beste Il Giustino wollen wir Ihnen zeigen. In der kommenden Spielzeit wird es gleich 2-mal Mozart zu hören und zu sehen geben. Einmal der ganz junge Mozart, erst 14-jährig und dann der etwas ältere Mozart mit 27. Warum gleich 2-mal? Mithridat ist ein Werk, das er als 14-Jähriger geschrieben hat. Unglaublich faszinierend, tolle Musik. Marc Minkowski mit den Mystères de Louvre hat genau die richtige Sprache, möchte ich sagen, dafür gefunden. Und es wird Satoshi Miyagi sein, ein japanischer Regisseur, der ja so diese traditionellen Elemente des japanischen Kabuki-Theaters mit westlichen Opernformen da zusammenbringt. Also das bin ich einfach wahnsinnig glücklich, dass das zurückkommt. Und dann haben wir Idomeneo, ist ein ähnlicher Fall. Auch etwas, was schon sehr weit war im Probenprozess und jetzt gezeigt werden kann. Idomeneo ist einfach eines dieser letzten großen 7 Mozart-Opern, das da in der Staatsoper ins Repertoire gehört. Simon Rattle wird das machen mit der Staatskapelle.
Es wird da David McVicar der Regisseur sein und ja, auch das einfach ein absolutes zentrales Werk und eine tolle Deutung von David McVicar. Und mit tollen Sängerinnen, Magdalena Kozina, Anna Prohaska. Ja, dieser Mozart-Gesang, der ist ja so speziell. Man muss sich so eine spielerische Leichtigkeit bewahren. Und da solche Sängerinnen zu haben, die das so fantastisch machen, das ist natürlich dann immer ein Fest für sich. Idomeneo ist ja ein Thema aus der griechischen Mythologie. Und bei dir bleiben wir dann auch gleich mit einer von Richard Strauss' späten Opern, Daphne. Warum Daphne? Daphne ist ein Werk mit allergrößter Symbolkraft und ein Regisseur, der mit Symbolen wirklich umgehen kann und der das bewiesen hat, ist Romeo Castellucci. Ich freue mich sehr, dass der nach Il Primo Omicidio, was er hier schon zu den Barocktagen gezeigt hat, zurückkommen wird. Wir werden Thomas Kuckeister erleben als Dirigenten, als Strauss-Dirigenten wieder, der damals bei der Salome so fulminant eingesprungen ist und seitdem das bis zum Staatskapellmeister hier bei uns gebracht hat. Wir werden Vera Lote-Böker als Daphne erleben, auch jemand, der in diesem Werk debütiert. Aber ich glaube, da ein sehr toller Typus, auch ein sehr toller Sängertypus für diese Rolle ist. Und ja, Daphne ist, glaube ich, auch eins dieser Werke von Strauss, die es sich wirklich zu entdecken lohnte. Vier Premieren, eine Uraufführung und dann im Mai die letzte Premiere der kommenden Spielzeit, Die schöne Müllerin von Franz Schubert mit Puppenspiel und mit einer Musikbanda Franui aus Osttirol. Ich glaube, da wird das Wandern, ist es Müllers Lust, wahrscheinlich ganz anders klingen, als wir sonst gewohnt sind, oder? Die Art und Weise, wie Sie gerade mit Schubert umgehen, das haben Sie auch bewiesen, wie toll Sie das machen, mit welcher Intelligenz, mit welcher Farbenvielfalt. Und dass Sie sich an so ein zentrales Werk wie Der schöne Müllerin von Schubert wagen, das ist, glaube ich, wie aufgelegt. Nicolas Habyan hatten wir hier als Pfeifer, als Kunstpfeifer in einem Konzert. Das wird er auch bei Der schöne Müllerin zeigen. Er ist aber auch ein großer Puppenkünstler. Er ist ja auch Regisseur, wird diesen Abend in Szene setzen. Dazu Florian Bösch, der diese Werke immer so in ganz besonderer Weise durchdringt. Und ich glaube, da entsteht ein sehr, sehr besonderer Abend, ja, auf den ich mich einfach wahnsinnig freue. Und die schöne Müllerin ist zwar hier im Großen Haus, aber auch Teil von Linden 21, wo sie besonders experimentelle, aufregende, spannende Sachen machen. Auf was können wir uns denn da noch freuen? Wir zeigen da die Kubaner von Henze zum 10. Todestag von Henze. Es ist eine Fernsehoper, wie sie überschrieben ist, die in eine Kammerverfassung überführt wurde und damit geht's los. Dann haben wir einen großen Janacek-Abend mit Jürgen Flimm. Da wird viel Kammermusik von Janacek zu erleben sein, aber auch Martina Gedeck und andere Schauspielerinnen und Sängerinnen. Also so ein ganz komponierter Abend, ja, etwas, was Jürgen Flimm ja schon oft sehr erfolgreich gemacht hat. Und dann haben wir Thomas, ein Werk von Georg Friedrich Haas, ein faszinierender Komponist, der gerade diese Balletturaufführung gemacht hat, hier im großen Saal, Symphonie XX. Und bei diesem Werk, ist ein sehr heftiges Werk, muss man sagen, geht es um eine Liebesgeschichte, die aber auch mit dem Tabuthema Tod sehr intensiv umgeht. Und die Regisseurin dieses Werks wird Barbora Horukova sein. Die ist auch die Regisseurin von Il Giustino bei den Barocktagen, also bei der Vivaldi-Oper. Und ich glaube, sie ist eine der wirklich sehr, sehr spannenden Regisseurinnen, wo ich froh bin, dass sie nächstes Jahr so intensiv bei uns ist. Als fünffacher Vater liegt Ihnen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hier im Haus ja auch besonders am Herzen. Was ist da in der kommenden Spielzeit zu erwarten? Ja, wir müssen als Staatsoberin in Linden so zugänglich wie nur irgend möglich sein. Dabei spielt natürlich das Jugendprogramm eine entscheidende Rolle. Ich glaube, das Opernkinderorchester hat sich mittlerweile etabliert. Da sind fast 90 Kinder aus allen 12 bezirklichen Musikschulen in Berlin, kommen da zusammen und werden wieder ein Programm rund um Carmen zeigen, rund um Musik der Oper Carmen. Es ist einfach toll zu sehen, wie sich da auch die Staatskapelle engagiert, wie Musikschullehrer gemeinsam mit Staatskapellenmusikerinnen da zusammenarbeiten, die Kinder trainieren sozusagen und da wirklich zu unglaublichen Ergebnissen kommen. Dann werden wir eine Uraufführung haben im Jugendprogramm
also gerade ganz bewusst für die Jugendlichen, also etwas älteren Kinder, wenn man so will, oder fast Erwachsenen. Das ist Robinson, basiert auch auf der Geschichte von Robinson Crusoe. Aber es geht da, bei dieser Oper von Oskar Strassneu geht es um, dass Leute in der Gesellschaft sehr oft auf Inseln sind, einsam sind, der Kampf gegen die Langeweile, vielleicht auch ein übergeordnetes Ziel zu finden, also einen übergeordneten Sinn auch im Leben zu finden. Und ich glaube, dass das ein sehr spannendes Thema ist, auch mit selbstspielenden Instrumenten experimentiert und solche Dinge. Also da hoffe ich sehr, dass wir da viele Jugendliche dafür begeistern können. Und dann ist natürlich das Kinderopernhaus vielleicht noch als letztes genanntes, erweitert sich immer weiter über ganz Berlin. Ja. Das ist einfach ein faszinierendes Projekt, wo so viele Kinder wirklich auf spielerische Weise Musiktheater lernen. Und auch das geht natürlich weiter. Darüber Kinderkonzerte, Workshops, man kann komponieren lernen bei uns. Also sehr viel zum Mitmachen, zum Mitfiebern und all das. Und ich glaube, Kinder, um das zu sagen, sollten auch einfach in unsere Vorstellungen kommen. Es eignen sich so viele Opern, wo man wirklich reingehen kann. Schon als 9-Jähriger, 11-Jähriger, 13-Jähriger kann man da so vieles Tolles erleben. Und das darf man nicht vergessen. Es lohnt sich, zu uns zu kommen. Und der Preis ist gerade für diese Altersgruppe nie ein Grund, nicht hinzukommen. Und die Barocktage sind ja quasi Ihr ganz persönliches Baby und auch die werden jetzt schon 5 Jahre alt. Wir haben über ein paar Dinge ja schon gesprochen. Auf was freuen Sie sich am meisten? Es ist dann auch immer eine tolle Möglichkeit für unsere wunderbare Staatskapelle, gleichzeitig auf Reisen zu gehen und eine wirklich ausgedehnte, lange Reise zu machen. Und deswegen ist es diese Zeit immer sehr spannend, weil auf 2 Ebenen so wahnsinnig viel passiert. Bei den Barocktagen, ja, es ist mal neben den beiden Premieren, die wir genannt haben, Il Giustino von Vivaldi und Mitridate von Mozart, haben wir noch die Popea als Wiederaufnahme. Das ist eine tolle Inszenierung von Eva-Maria Höckmeier mit dieser unglaublich unendlichen goldenen Wand, die so eine Sogwirkung ausübt und wo ja, all die Akteure immer auf der Bühne sind und wie im Schach bewegt werden. Das ist sehr faszinierend. Und da wird Herr Spinosi zum ersten Mal hier bei uns dirigieren. Ein unglaubliches Energiebündel, was, glaube ich, toll ist. Und wir erleben dort ja von dem Müssen ja die Louvre, Ackermus, also auch hier das Freiburger Barockorchester. Also das sind, bei uns erlebt man da immer die unterschiedlichsten Herangehensweise an diese Musik. Wir haben darüber hinaus Konzerte hier im Apollo-Saal, im Bolaire-Saal, die nochmal so sehr stark um Vivaldi, die Musik Vivaldis präsentieren, auch viel Mozart, vielen frühen Mozart zeigen. Also ich glaube, man kann da sehr viele Querverbindungen entdecken, man kann sich treiben lassen. Und ich hoffe, dass wieder viele zu unseren Barocktagen kommen. Die Staatskapelle geht auf Reisen, haben Sie gerade gesagt. Wo geht's denn hin? Es war wirklich gedacht, auch mal wieder nach China, nach Japan, nach Südkorea zu gehen. Ob das alles so stattfinden kann, muss ich jetzt ehrlich aus jetziger Sicht sagen, wissen wir nicht. Wir wollen aber einen möglichst großen Teil dieser Asien-Tournee doch behalten, wollen aber auch Konzerte dann in Europa machen, falls es dort nicht geht. Und daran arbeiten wir. Es wird auf jeden Fall irgendwas Substanzielles mit der Staatskapelle passieren. Klimawandel und Nachhaltigkeit sind ja Themen, die uns alle weltweit beschäftigen. Die Staatsoper unter den Linden arbeitet schon lange mit dem Thema Klima. Und es gibt auch in der kommenden Spielzeit ein Klimakonzert. Wie wird das aussehen? Also die Staatskapelle, muss man sagen, macht schon sehr lange so Klimaaktivitäten. Ja, es gibt ein Orchester des Wandels, das sich daraus gebildet hat. Mittlerweile ist das Orchester des Wandels auch schon, hat sich schon ausgebreitet auf ganz Deutschland. Also dieses Beispiel, also das ist wirklich eine tolle Sache. Und da gibt es ein Klimakonzert im Kraftwerk mit Gregor Meyerhofer, also dem Komponisten Gregor Meyerhofer. Der wird selbst dirigieren und selbst ein Werk schreiben. Und zwar auf diese Klimakarte eigentlich des Papstes, wenn ich die mal so nennen darf, Laudato Si. Das wird so ein
glaube ich, wirklich tolles Ereignis. Und dann haben wir auch hier im Apollo-Saal so eine Veranstaltung, der heißt Sustainable Listening. Und da geht es eigentlich darum, vor allen Dingen bewusst zu machen, zu sensibilisieren, tolle Redner einzuladen, aber auch mit den Gebrüder Teichtmann und mit der Staatskapelle zusammen auch Musik nochmal in anderer Form zu zeigen, zu experimentieren mit Elektronik und dem Klang der Staatskapelle. Und da soll aber auch diskutiert werden, da wird sich ausgetauscht. Da versuchen wir auch viele Partner für die Staatsoper gewinnen, die uns dann in anderer Weise dann helfen können, da ein klimafreundliches Haus zu werden auf verschiedensten Ebenen. Über ein besonderes Konzert der Staatskapelle haben wir schon gesprochen. Das ist der große Geburtstagsabend zum 80. Geburtstag für Daniel Barenboim. Subin Mehta wird dirigieren. Welche Konzerte sind noch Highlights in dieser kommenden Spielzeit? Ja, wir haben wieder 8 große Abonnement-Konzerte. Da steht vor allem russisches Repertoire sehr im Zentrum. Also wir haben Schostakowitsch, Prokofjew, Rachmaninow, der einen großen Geburtstag in 2023 feiern würde. Und ja, es ist auch toll, dass es viele, ich glaube, Dirigentennamen gibt, die man hier vielleicht so noch nicht gesehen hat. Das ist Gustavo Jimeno, das ist Christian Macellaro, das ist Tugan Sochiev. Es ist aber dann auch am Schluss, es gibt noch ein Sommerkonzert, es ist auch Edward Gardner, auch ein Dirigent aus Großbritannien, der wirklich sehr viel Furore macht, ein toller Künstler ist. Wir haben aber auch Solisten wie Diana Damrau, wie Cecilia Bartoli, wie Martin Grubinger, wie Nikolaus Altstädt. Dann gibt es aber auch ein Schlagwerkkonzert von Peter Etwisch, wieder aus dem Zeitgenössischen. Es gibt aber noch die Pathetik von Tschaikowski, die wirklich sehr zentral ist. Dann wiederum die Alpensymphonie. Also ich glaube, man kann in jedem Konzert irgendwie etwas sehr, sehr Besonderes erleben und gleichzeitig etwas entdecken. Das Opernrepertoire spannt quasi den gesamten Bogen von Frühbarock bis in die Gegenwart. Es gibt auch wieder Aufnahmen, zum Beispiel von Sleepless von Peter Etwisch, die Uraufführung mit der tollen Victoria Randem. Auf was können wir uns sonst noch freuen? Also, dass Sleepless wiederkommt, das ist besonders wichtig. Es haben, glaube ich, so viele mitbekommen, dass da etwas so Tolles, etwas Besonderes entsteht. Auch mit Kornel Mundruschko, mit seiner Regie, mit diesem riesen Fisch. Das Bühnenbild ist nochmal ein eigener Star geworden bei dieser Inszenierung. Und das haben so viele gesagt, wann kann ich das wiedersehen oder ich habe es noch nicht sehen können und so weiter. Und das musste einfach wiederkommen. Gleichzeitig erleben wir aber, ja, also diese ganze Bandbreite von zum Beispiel dieser Janacek-Oper. Wir haben Jenufa und Makropoulos erlebt. In den letzten beiden Spielzeiten, aufgrund der Pandemie, konnten wir das oft nicht vor so viel Publikum zeigen, wie wir wollten. Oder sogar überhaupt nur im Fernsehen, wie im Fall von Jenufa. Und dass man diese Oper nochmal da in einer Spielzeit zusammen erleben kann, ist, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben aber auch sonst von Popier, Elisir bis Turandot, Verdi, Wagner, Strauss, Mozart und dann aber auch besondere Titel wie Medea von Cherubini und so weiter. Also Sie merken, es ist da die ganze Bandbreite und man kann wirklich in jeder Woche etwas Tolles erleben. Das ist jetzt schon die 3. Spielzeit, die von der Pandemie wahrscheinlich geprägt sein wird. Die letzten 2 Spielzeiten waren ja ausgesprochen außergewöhnlich. Wann kehrt denn wieder so eine Form von Normalität ein und mit welchen Gefühlen gehen Sie denn in die nächste Spielzeit? Also das muss man schon sagen, was das ganze Haus jetzt leisten musste in dieser Pandemiezeit, auch welche Gefühlsbäder letztendlich man auch durchlebt hat gemeinsam, von kompletten Lockdown bis dass man doch schauen muss, unter schwierigsten Bedingungen, auch logistischen Bedingungen, doch Oper möglich zu machen. Also das war schon sehr, sehr außergewöhnlich. Und ich glaube, wir können mit großem Stolz sagen, dass wir seit Herbst jetzt keine einzige Opernvorstellung haben ausfallen lassen müssen. Und wir haben, glaube ich, jetzt gezeigt, wie es gehen kann, mit diesem Virus zu leben. Und genau da müssen wir auch jetzt hin. Das Virus wird nicht einfach verschwinden, aber es wird hoffentlich von der Pandemie zur Endemie möglichst schnell und die Anzeichen dafür sind da. Und dann gilt es natürlich auch für so ein Opernhaus wieder irgendwann wirklich loszulassen. Oper bedeutet einfach Nähe, Oper bedeutet Dichte.
Und das bedeutet das eben auch auf der Bühne. Ich hoffe, dass uns das so schnell wie möglich gelingt. Aber ich bin da zuversichtlich. Und wir werfen doch einen Blick auf Staatsoper für alle. Normalerweise dirigiert von Daniel Barenboim unten auf dem Bebelplatz. Aber in der kommenden Spielzeit gibt es jemanden anderen am Dirigentenpult. Ja, dass Zubin Mehta da dieses Konzert dirigiert, der so lange und so eine lange Beziehung hier zu diesem Orchester hat, ist eine Besonderheit. Und ich hoffe einfach, dass wir dann auch wieder, wie es immer gewesen ist, den ganzen Platz voll machen können. Ja? Und dass wieder ganz Berlin zu uns kommt. Dann drücke ich uns allen die Daumen und vor allem auch für die kommende Spielzeit für die Staatsoper. Vielen Dank, Matthias Schulz. Vielen Dank.